Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Ravendorf. Heute werde ich Ihnen zeigen, wo Sie das Notepad++ herbekommen. Dazu navigieren wir uns erstmal zu der URL http://notepad-plus-plus.org. Wenn wir Enter klicken, bekommen wir diese Seite. Ja, wir sehen hier schon unser zukünftiges Logo, mit dem wir hier Textdateien damit verknüpfen können und hier das Logo von dem eigentlichen Editor. Ja, was macht es? Notepad++ ist ein Umsonstprogramm, das viel besser als der normale Editor ist, den man unter Ausführen Notepad erhält. Das ist der normale Editor. Wenn ich jetzt irgendeine Datei, sagen wir mal eine Visual Basic Quelldatei öffne, dann versteht er nicht den Syntax und ja. Notepad++ hingegen versteht den Syntax von einigen Programmiersprachen, zum Beispiel C++, Visual Basic, HTML und viele andere. Es bringt sehr viele Codings mit quasi, Encoding-Standards, mit der man quasi jede in irgendwie noch normal ja, erhältlichen Dateien verwendete Codierungen, da kommt das damit klar. Und ja, dann würde ich mal sagen, let's download it. Klicken wir auf Download. Download the current version, das heißt, wir laden uns die aktuelle Version herunter. Klicken wir drauf. Holen wir uns den Notepad++ Version 5.9 Installer. Bei Ihnen kann das natürlich auch, keine Ahnung, 6 schon sein. Das ist bei mir eben nur im Moment der neueste Installer. Klicken wir drauf, so, wir kommen jetzt in Download-File. Download.tux-family, das heißt, das Ganze ist aus dieser Open-Source-Freeware-Ecke. Ist ja auch umsonst. Wow, das geht jetzt aber schnell, ich habe nicht geschnitten. Fährt 5,3 Megabyte in einer Sekunde. Das finde ich schon mal gut. Führen wir gleich aus. Ausführen. Also wie gesagt, der Download-Server von tuxfamily.org, da können wir aber eigentlich auch gleich mal vorbeischauen. Sind wir schon so weit. Gut. Language verwenden wir mal Deutsch. Weiter. Annehmen. Man sollte sich das vielleicht auch noch vorher durchlesen, was ja sowieso jeder macht. Ja, und annehmen. Weiter. Location. Ich mache jetzt mal alle Locations mit. Ja, machen wir mal alles. Shortcut on your desktop. Ja, gut, passt. Installieren, Details anzeigen, dann sehen wir jetzt schon mal alles, was er gerade so macht. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ja, und dann können wir jetzt mal da vorbeischauen, was auf Tux Family ist. Free Hosting for Free People. Hier sehen wir es. Hier ist das Resultat. Quasi, also. Ja, ich programmiere auch Freeware. Ich möchte jetzt noch nicht sagen, was ich programmiere, aber glaubt es mir, ich programmiere wirklich
Ich kann es auch. Also ich bin nicht so ein Skript-Kiddy. Ich kann schon wirklich ziemlich gut programmieren, würde ich jetzt mal selber sagen. Und ja, mal schauen, ob ich da vielleicht auch mal was hosten lasse. Denk mal, das ist was ganz Gutes. Und ja. Gut, aber um Turks Family soll es ja nicht gehen. Sondern erstmal Notepad++ Version 5.9 ausführen, fertigstellen. So, währenddessen hat uns das Programm eine schöne Desktop-Verknüpfung erstellt und das wird unsere Desktop-Verknüpfung nächste Zeit sein, wenn wir sie verwenden wollen. Ja, ups. So, da haben wir es. Wir bekommen jetzt erstmal den Changelog und dann sehen wir jetzt erstmal, was da ist. Spellchecker, NPP, FTP, da. Lauter so Zeugs. So, ich denke mal, es wird ganz gut sein, wenn ich jetzt mal das kurz teste. Seitenquelltext anzeigen. A, C. So möchte ich es dann ja auch vom Notepad++, so erwarte ich es dann auch von ihm. Mit diesen schönen Farben. Ja, aber so schaut es erstmal bei unserem Standard-Editor aus. So, und zwar nämlich schwarz auf weiß. In Notepad++ schaut das Ganze schon ganz anders aus. Einfügen. So, und nun sehen wir auch noch schwarz und weiß. Das ändert sich aber sofort, wenn wir auf Sprachen. HTML, wo ist es? H. HTML klicken. Bekommen wir sofort genau das gleiche wie im Firefox angezeigt. Also, es könnte schon aufgefallen sein, dass das hier blau ist. Und dass sie halt so, wie soll ich sagen, so lila. Aber ich denke mal, daran werden wir jetzt auch nicht unbedingt sterben. Und außerdem können wir das noch einstellen, aber das werde ich jetzt nicht zeigen. Das ist etwas zu komplex jetzt noch gleich am Anfang. So, wir haben das schon mal installiert und konnten das schon mal kurz ausprobieren, wie das Ganze ist. Und es lohnt sich wirklich, Notepad++ zu verwenden, vor allem, weil es auch umsonst ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Ciao, euer Melvin Doop.